Das deutsche Eck in Koblenz ist eine Landzunge an der Einmündung Mosel in den Rhein. Hier befinden sich drei berühmte historische Bauwerke, die romanische Castorkirche um 830 erbaut, mit der Anlage des Deutschherrenhauses verbunden. Das Deutschherrenhaus, das Haus der Ritter des Deutschen Ordens aus dem 13. Jahrhundert. Dann das monumentale Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I. Blick auf eine der Moselbrücken in Koblenz. Das Reiterstandbilddenkmal Kaiser Wilhelm I. ist insgesamt 37 Meter hoch auf einem gewaltigen Sockel, der begehbar ist. Das Denkmal wurde von Kaiser Wilhelm II. 1897 errichtet, als Dank für die in drei Kriegen erkämpfte Einigung Deutschlands. Das Denkmal zeigt den Kaiser in Generaluniform und wallendem Mantel. Auf der gegenüberliegenden Rheinseite hoch oben die riesige Festung Ehrenbreitstein, besteht seit dem 16. Jahrhundert. Später kam sie in preußischen Besitz. Denkmal, ein gewaltiges, begehbares Monumentalbauwerk der deutschen Geschichte.